Ein unerfahrener Pilot lässt einen Versorgungssack genau senkrecht über dem Zielpunkt fallen. Sein Flugzeug fliegt in horizontaler, geradlinigen, gleichmäßigen Bewegung in einer Höhe von 500 Meter. Der Sack verfehlt das Ziel um einen Kilometer. Klein a, berechne die Geschwindigkeit des Flugzeugs. Klein b, mit welcher Geschwindigkeit fällt der Sack am Boden auf? Stellen wir uns die Situation so vor. Die Anfangsgeschwindigkeit von dem Sack nennen wir V0. Der Anfangspunkt liegt da. Wir wissen, dass die Laufbahn von dem Sack eine Parabel ist. Der Landepunkt befindet sich da. Diese Distanz nennen wir Groß R. Das ist die Reichweite von diesem Fall. Und diese Distanz nennen wir Klein h. Wir wissen, dass diese Höhe Klein h 500 Meter beträgt und dass die Reichweite Groß R 1 Kilometer beträgt, das heißt 1000 Meter. Gefragt werden diese Anfangsgeschwindigkeit V0, die die konstante Flugzeuggeschwindigkeit ist und die wir in Meter pro Sekunde ausdrücken, und gefragt wird auch die Endgeschwindigkeit V von dem Sack beim Aufprall. Auch diese Geschwindigkeit V drücken wir in Meter pro Sekunde aus. Um auf diese zwei Fragen zu antworten, wählen wir ein Bezugssystem, zum Beispiel so. Der Ursprung liegt an diesem Punkt. Die X-Achse ist horizontal nach rechts orientiert mit der Einheit 1 Meter. Die Y-Achse ist vertikal nach oben orientiert mit der Einheit ebenfalls 1 Meter. Der Massepunkt P unterliegt in jedem Augenblick seiner Gewichtskraft. Also gibt es keine horizontale Kraft, die auf diesen Massepunkt wirkt. Und deshalb ist die Bewegung von diesem Punkt auf der X-Achse nach dem Trägheitsgesetz eine GGB. Und für diese GGB gilt, die Geschwindigkeit Vx, das ist diese konstante Geschwindigkeit V0, und die zurückgelegte Strecke auf der X-Achse wird berechnet durch die Formel einer GGB, das heißt durch konstante Geschwindigkeit mal die Zeit. Da die Gewichtskraft parallel zur Y-Achse ist, muss dieser Punkt auf der Y-Achse sich laut dem zweiten Gesetz von Newton, dem Grundgesetz der Dynamik, in GGBB befinden. Also gilt für diesen Punkt Y, die Position auf der Y-Achse, ist gleich zu dieser Höhe h minus gt Quadrat geteilt durch 2. Das Minus kommt daher, dass die Fallbeschleunigung nach unten orientiert ist, die Y-Achse aber nach oben. Und durch die Formeln einer GGBB wissen wir auch, dass Vy gleich zu minus g mal t ist. Dieses Minus aus demselben Grund wie dieses Minus. Um klein a zu beantworten, berechnen wir zuerst die Dauer von diesem Fall und konzentrieren uns dabei auf den Aufprallpunkt. Da gilt y gleich 0, aber auch
y gleich h minus gt Quadrat halbe. Die Zeit t ist also die Zeit, die wir suchen. Wir ersetzen y da durch diese 0 und finden so, dass gt Quadrat geteilt durch 2 gleich h ist, woraus wir wiederum schließen, dass die Zeit t gleich ist zu Quadratwurzel von 2h geteilt durch g. Wir ersetzen h durch 500 und g durch 9,81. Und somit liefert der Taschenrechner uns die Zeit von 10 Sekunden. Dieser Fall dauert also 10 Sekunden. Jetzt schauen wir auf der x-Achse. Wir wissen, dass die zurückgelegte Distanz x gleich ist zu dieser konstanten Geschwindigkeit v0 mal t. Am Aufprallpunkt gilt x gleich die Reichweite. Aus diesen zwei Formeln schließen wir also, dass v0 gleich zu r auf t ist und v0, das ist nicht nur die Anfangsgeschwindigkeit vom Sack, sondern auch die konstante Geschwindigkeit vom Flugzeug, die wir ja suchen. Also brauchen wir hier drin nur noch r zu ersetzen durch 1000 und t zu ersetzen durch diese gerade gefundene 10. Und somit wissen wir, dass die Geschwindigkeit vom Flugzeug 100 Meter pro Sekunde beträgt. Das ist die Endantwort auf die Frage klein a. In klein b suchen wir die numerische Geschwindigkeit v beim Aufprall von dem Sack. Wir wissen, dass diese vektorielle Geschwindigkeit v gleich ist zur Summe dieser zwei Vektoren vx parallel zur x-Achse und vy parallel zur y-Achse. In diesem rechtwinkligen Dreieck ergibt der Satz des Pythagoras sofort, dass die Länge der Hypotenuse, also v, gleich ist zur Quadratwurzel von der Summe der Quadrate von den beiden Katheten Vx und Vy. Wir wissen aber auch, dass Vx gleich V0 ist. Und wir wissen, dass V0 100 beträgt. So. Wir wissen auch, dass Vy gleich ist zu minus g mal t. Wir ersetzen g durch 9,81 und t, das ist die Dauer von dem Fall. Und eben haben wir herausgefunden, dass diese Dauer 10 Sekunden beträgt. Also wissen wir, dass Vy gleich ist zu minus 98,1. Diese drei Ideen fügen wir zusammen und finden so, dass v gleich ist zu dieser Quadratwurzel. Der Taschenrechner liefert den Wert 140 Meter pro Sekunde. Also die Endantwort auf Frage b, die Geschwindigkeit vom Sack beim Aufprall, beträgt ungefähr 140 Meter pro Sekunde.